Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich bin ein großer Freund von Sparplänen. Einmal eingerichtet und dann jeden Monat automatisch in Aktien oder ETFs investieren. Ich selber investiere einen großen Teil meines eigenen Geldes über Sparpläne. Hin und wieder passe ich da mal ein kleines bisschen was an. Ich aktualisiere meine Sparpläne und genau darum soll es jetzt gehen, um meine aktualisierten Sparpläne für das Jahr 2020. Zum 01.01.18 habe ich angefangen, etwas mehr über Sparpläne zu investieren. Damals habe ich Fresenius, Wells Fargo, Gilead, SAP, Nestle, 3M, Walt Disney, Unilever, Texas Instruments und Visa gewählt, jeweils mit 75 Euro, also 750 Euro pro Monat. Und diese Werte sollten so das Grundgerüst meines Depots darstellen. Und so ist es letztendlich auch ein bisschen bis heute. Wenn ich jetzt in das große Depot von mir reinspringe, dann habe ich so die Werte, mit denen ich damals angefangen habe, sind heute nach wie vor. Hier Texas Instruments ist die größte Position von denen mit 4.800 Euro, aber auch eine 3M hier mit 3.500, eine Visa-Aktie, ja, Walt Disney, Unilever, SAP, alles, was ich damals halt so in den Sparplan aufgenommen habe, das bildet heute so grob gesagt das Grundgerüst meines Depots. Ein paar Sachen haben sich dann verändert. Zum Beispiel habe ich relativ schnell die 25 Euro pro Monat im Schnitt an Dividende bekommen und habe dadurch einen extra Sparplan auf Texas Instruments eingerichtet. Das heißt, Texas Instruments habe ich dann sogar mit 100 Euro bespart. Und ja, ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum Texas Instruments heute ein kleines bisschen größer ist. Da habe ich zwar auch mehrere Einmalkäufe getätigt, aber das ist jetzt so eine der größeren Positionen bei mir im Depot. Das Ganze hat sich dann ein kleines bisschen gedreht. Zum 01. Januar 2019, also zum Beginn dieses Jahres, habe ich zwei neue Sparpläne eingerichtet und zwar auf Coca-Cola und den Spider-Dividenden-Aristokraten, also der Dividenden-Aristokraten-ETF, jeweils mit 50 Euro, die sich ausschließlich aus den Erträgen durch Aktien bzw. P2P finanzieren. Das heißt, ich hatte dann so circa 125 Euro im Monat an Erträgen und die wollte ich natürlich auch gleich wieder reinvestieren, was ich mit Coca-Cola, dem Spider-Dividenden-Aristokraten-ETF und dem Sparplan halt auf Texas Instruments gemacht habe. Und das sieht man auch hier. Ich hatte damals das etwas abgespalten, damit ich das schön, ja, damit ich es halt gut sehen kann, wo was passiert ist und so weiter. Und das ist ein Depot von mir, wo ich quasi die Dividenden reinvestiere. Und das habe ich jetzt seit einem Jahr gemacht, habe halt für 1200 Euro gekauft, ein paar Euro sind Gebühren und ja, ist halt Coca-Cola und der Spider-Dividenden-Aristokraten-ETF. Das ist halt jetzt innerhalb dieses Jahres daraus geworden. Immerhin 1280 Euro, die quasi ausschließlich durch die Dividenden gekommen ist. Ist eine coole Sache. Aber gehen wir weiter. Es hat sich dann im Laufe des letzten Jahres noch ein bisschen mehr verändert. Und zwar habe ich meine Sparpläne zum 1. September 2019 nochmal angepasst. Das heißt, sowas wie Fresenius ist rausgefallen oder Nestlé war schon ein bisschen eher rausgefallen. Und dafür sind ein paar neue Werte hinzugekommen. JP Morgan, Pepsi und Union Pacific. Die habe ich alle neu aufgenommen und dafür habe ich zum Beispiel Wells Fargo ein kleines bisschen reduziert, andere Sparpläne deutlich nach oben gesetzt, zum Beispiel Visa 150 oder Texas Instruments sogar mit 200 Euro. Und dann habe ich das Ganze auch gegen Ende des Jahres noch ein kleines bisschen erweitert und zwar um Realty Income. Realty Income auch mit 200 Euro quasi meinen ersten REIT ins Depot aufgenommen. Das sind auch heute alles sehr, sehr kleine Positionen. Hier, die sind ja ganz neu. Union Pacific hier zum Beispiel mit 850 Euro oder Realty Income mit 530 Euro. Also sind alles noch sehr kleine Positionen, sind aber auch alle relativ neu. Aber das war quasi der Stand Ende oder ja, der aktuelle Stand. Und jetzt zum 01. Januar 2020 kommen noch ein paar neue hinzu und zwar sieht das Ganze ab dem 1. Januar so aus. Wir gehen hier mal noch ein kleines bisschen weiter runter. So, das sind meine neuen Sparpläne ab 2020. Und zwar, warum hat sich da ein bisschen was geändert? Nun, das hat mehrere Gründe. Zum einen möchte ich ja, dass das Ganze so eine Art das Grundgerüst in meinem Depot darstellt. Und da ist es einfach so, dass manche Branchen zum Beispiel für meine Begriffe ein kleines bisschen zu hochgewichtet waren, manche ein bisschen zu niedrig. Und deswegen möchte ich da ein kleines bisschen was anpassen. Es geht zum Beispiel los mit Gilead, ist nur noch mit 75 Euro dabei. Das liegt einfach daran, dass Gilead schon eine ganz achtliche Gewichtung bei mir im Depot jetzt hat, mit etwas über 2000 Euro. Und ich möchte im, ja, ich sag mal, im Pharma-Bereich eher mich auf Unternehmen wie Johnson & Johnson
fokussieren oder der Fokus sollte doch eher auf so Unternehmen wie Johnson & Johnson liegen, das heißt, die deutlich breiter aufgestellt sind. Gilead ist ja doch eher etwas spezieller, ist ein bisschen fokussierter, würde ich vielleicht sagen, und deswegen möchte ich das nicht allzu hoch gewichten im Depot. Da ist mir eine Aktie wie Johnson & Johnson, die ja mehr so eine Art Gesundheitsfonds ist, könnte man sagen, ist mir da deutlich lieber. Deswegen möchte ich die Gewichtung ein kleines bisschen drosseln von Gilead. Sollte es bei Gilead mal zu größeren Rücksetzern kommen, würde ich aber hier definitiv auch einzeln einsteigen. Dann, an SAP hat sich nicht viel geändert, ist meines Erachtens nach so ein deutsches Vorzeigeunternehmen, was ich auch gern weiter im Depot habe. Gigantischer Burggraben, 150 Euro, können da gerne weiterlaufen. 3M habe ich ein kleines bisschen reduziert auf 75 Euro. Ist auch, habe ich jetzt schon wirklich eine große Position, macht aktuell hier 4,5% bei mir im Depot aus. Und da gibt es andere Werte, die ebenfalls ihren Platz in meinem Depot haben sollen, die vielleicht ein bisschen ähnlich sind wie 3M, und das ist schon eine ganz ordentliche Gewichtung. Aktie hat ein kleines bisschen nachgegeben, deswegen hatte ich nochmal nachgekauft, und ich denke, mit 3.500 Euro und weiterhin einem Sparplan auf 75 Euro bin ich ganz glücklich damit. Walt Disney ist für mich der einzige Medienkonzern, den ich im Depot habe. Da kann der Sparplan gerne so weiterlaufen, zumal ich da gespannt bin, wie sich da die Cashflows in Zukunft entwickelt werden mit Disney Plus. Mal gucken. Dann Unilever, ist Nahrungsmittelkonzern, aber nicht nur Nahrungsmittel, da gehören auch Konsumgüter dazu. Und insbesondere bei Unilever ist so ein bisschen der starke Fokus auf die Schwellenländer, was ich sehr, sehr schön finde. Unilever werde ich auch weiterhin immer wieder nachkaufen. Das ist so ein bisschen, man könnte auch sagen, so ein Fonds auf die Schwellenländer, um am Aufstieg der Schwellenländer so ein bisschen oder Schwellenländers vielleicht zu profitieren. Da eignet sich Unilever sehr, sehr gut. Ich habe die britische Version einfach, da keine Quellensteuer anfallen und das für mich steuerlich attraktiver ist. Ansonsten kann man auch die andere Unilever besparen. Das macht letztendlich keinen Unterschied. Für mich ist die britische Version deutlich attraktiver. Hier ist ein kleines bisschen kritisch. Die steigende Verschuldung sehe ich ein bisschen kritisch, aber noch alles im Rahmen, zumal die Cashflows wirklich sehr, sehr stabil sind. Ist aktuell auch relativ günstig bewertet, muss ich sagen, mit einer Dividendenrendite von über 3%. Dann kommen wir zu meinem Texas Instruments, einer der besten Werte und größten Werte bei mir im Depot. Habe ich nur noch aktuell mit 150 Euro drin. Hat schon eine ordentliche Gewichtung im Depot mit 150 Euro, kann das gerne weitergehen. Ich werde auch hier weiter immer nachkaufen bei Schwäche. Habe ich in der Vergangenheit so gemacht und wird auch so weitergehen. Visa 150 bleibt auch bestehen. Tolles Unternehmen, gigantische Wachstumsraten, halt nicht so die höchste Dividendenrendite, aber wird langsam. Ich glaube, bei 4,80 Euro bin ich jetzt pro Quartal an Dividende. Mal gucken. Wenn es hier auch mal Rücksetzer geben sollte, würde ich die auch ohne Probleme nachkaufen. Dann kommen wir zum ersten Bankwert, und zwar zu JP Morgan. Die habe ich jetzt reduziert, nur noch auf 100 Euro statt 200 Euro im Vorfeld. Das liegt einfach daran, dass ich aktuell den Finanzensektor oder den Banksektor relativ hoch gewichtet habe im Depot, und das war eigentlich nicht mein Interesse. Und zwar, ich gehe hier mal zu den Branchen. Man sieht hier, dass der größte Anteil bei mir im Depot sind die Konsumgüter. Klar, passt perfekt zu meiner Strategie. Ganze Nahrungsmittelkonzerne oder Restaurant, McDonald's, Unilever, die Tabakwerte und so, passt alles sehr, sehr gut zu meiner Strategie. Aber der zweitgrößte Sektor in meinem Depot ist nun bereits der Finanzsektor. Das liegt halt so ein bisschen an den hohen Gewichtungen von Mastercard und Visa, aber alles in allem möchte ich den Finanzsektor nicht unbedingt als zweitgrößten Sektor im Portfolio haben, und deswegen ist Wells Fargo rausgefallen und JP Morgan ist jetzt ein kleines bisschen reduziert. Wells Fargo ist so bei gut 2000 Euro, und wenn ich, also das ist für mich aktuell so eine Größe, also ich möchte Banken im Depot haben, aber ich möchte die nicht übergewichten, sondern eher lieber etwas untergewichten, und da fühle ich mich einfach unwohl, wenn ich da jetzt eine besonders hohe Gewichtung habe. Sie gehören dazu, möchte sie auch drin haben, sind ja auch ordentliche Cashflows und schöne Dividenden, die da gezahlt werden, beziehungsweise bei Visa und Mastercard schöne Wachstumsraten, aber eine Übergewichtung möchte ich da definitiv nicht haben, und aktuell ist der Sektor mit 15% doch ganz ordentlich dabei, und deswegen ist Wells Fargo rausgefallen und JP Morgan ist reduziert auf 100 Euro. Das heißt, wenn ich Ende des Jahres auch in JP Morgan so 2000 Euro drin hätte, wäre das vollkommen in Ordnung für mich, dass ich zwei Banken mit 2000 Euro im Depot habe. Da würde ich ganz gut mit klarkommen, sagen wir es mal so. Deswegen die Reduzierung bei JP Morgan. Pepsi ebenfalls habe ich auf 75 Euro reduziert. Habe ich schon eine wirklich große Position im Depot. Wird weiter bespart kontinuierlich, aber muss jetzt nicht besonders hoch gewichtet sein.
ist aber auch schon sehr, sehr gut gelaufen, muss man sagen. Dann kommen wir zu Union Pacific. Union Pacific auch, ja, gibt es nicht viel zu sagen, hat sich nicht viel dran geändert, läuft weiter mit 150 Euro. Realty Income habe ich auch auf 150 Euro reduziert. Das liegt einfach daran, dass ich noch einen zweiten REIT dazu genommen habe mit LTC Properties, wobei das zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche sind, in denen die Unternehmen grundsätzlich tätig sind. Das sind aber zwei REITs und ich bin am Überlegen oder die Überlegung geht bei mir im Bereich Immobilien noch ein bisschen außerhalb der Börse vielleicht das ein oder andere Investment zu tätigen und deswegen habe ich den Sektor ein kleines bisschen reduziert und bin trotzdem mit 300 Euro dabei. Alles in allem denke ich, ist in Ordnung. Dann kommen die neuen Unternehmen, also neben LTC Properties habe ich Illinois Tool Works aufgenommen. Neu, das ist, das Unternehmen erkennen wahrscheinlich die meisten. Es ist sehr viel Spezialwerkzeug, Spezialgeräte, ist hochspezialisiertes Unternehmen, hochfokussiertes Unternehmen aus den USA, auch gigantisch, hat eine sehr attraktive Dividendenrendite, ich glaube so Richtung 3%, jetzt hoffe ich, dass ich nicht lüge, also ist doch eine sehr ansehnliche Dividendenrendite, ist auch nicht allzu hoch bewertet, das Unternehmen, ich denke, ist vielleicht so ein bisschen ein Industrieunternehmen, ist in ganz vielen Bereichen tätig, ist eine schöne Beimischung dazu, habe ich noch nicht im Depot, deswegen mit 150 Euro gehe ich hier rein. Dann kommt ein Unternehmen, da bin ich jetzt erst vor kurzem drauf aufmerksam gemacht worden, leider muss ich sagen, weil das ist ein absolut geniales Unternehmen. Da bin ich über eine Echtgeld-TV-Sendung drauf aufmerksam gemacht worden und zwar der Herr Röhl war da sehr begeistert von und dann habe ich mir das Unternehmen ein bisschen genauer anguckt. Man bezeichnet es gern so ein bisschen als Mini Berkshire Hathaway mit Dividende, hat eine bombastische Performance hingelegt in den letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahren, absolut gigantisches bombastische Entwicklung und ja, ist so eine Beteiligungsgesellschaft, insbesondere im Medizinbereich. Von daher ist jetzt die höchste Gewichtung bei mir mit 200 Euro pro Monat. Dann ein Unternehmen, was ebenfalls neu ist, wieder Finanzsektor, deswegen nur eine etwas geringere Gewichtung, zumal ich das schon ganz ordentlich im Depot habe, BlackRock. BlackRock kennt sicherlich jeder, der einen iShares ETF im Depot hat, das gehört unter anderem zu BlackRock, ist der größte Vermögensverwalter. Ich habe das hier schon, mal gucken, ich habe hier BlackRock schon drin, habe ich einmalig gekauft immer, habe ich bis jetzt 5 Aktien, ca. 2200 Euro, aber gehört halt auch dem Finanzsektor an, muss nicht allzu hoch gewichtet sein. Ich denke, mit 75 Euro ist das Ganze in Ordnung. LTC Properties bin ich schon kurz drauf eingegangen. Dann Diageo, das ist ja Spirituosen, Alkohol, ein bisschen Sünde aus dem Vereinigten Königreich. Extrem viele starke Marken vertreten im Portfolio von Diageo. Und das letzte Unternehmen ist Waste Management, Abfallwirtschaft aus den USA. Wird immer attraktiver oder immer spannenderes Thema, wird immer wichtiger. Ich werde die neuen Unternehmen alle nochmal etwas ausführlicher vorstellen. Da bin ich noch nicht so ganz mir im Klaren darüber, wie ich das machen werde, aber ich werde die Unternehmen noch mal etwas ausführlicher vorstellen. Ich möchte jetzt nur kurz darauf eingehen, was ich so grundsätzlich neu im Sparplan habe. Ausführlicher wird es dann noch mal in einem anderen Video. Und dazu kommt noch die beiden Werte hier, Coca-Cola und der Spider-Dividenden-Aristokraten-ETF, die bleiben bestehen. Coca-Cola allerdings nur so lange, bis ich da die 10 Euro Dividende habe. Das ist, muss ich zugeben, ist jetzt Coca-Cola habe ich nicht aus Performance-Gründen im Depot. Da gibt es sicherlich attraktivere Werte. Ist vielleicht eher, ich sag mal, ein bisschen eine Liebhaberei, bis ich die 10 Euro pro Quartal Netto-Dividende habe. Dann ist Schicht im Schacht. Dann wird der Spider-Dividenden-Aristokraten-ETF ein bisschen aufgestockt. Bei Coca-Cola bin ich, glaube ich, gerade bei 8 Euro noch was. Also wird sicherlich im Laufe des Jahres passieren, dass ich da auf die 10 Euro komme. Und ein neues Unternehmen habe ich dazu genommen noch, und zwar Lockheed Martin. Das ist ebenfalls ein Unternehmen, was sich ausschließlich aus den Erträgen der anderen Werte speist. Das heißt, ich habe jetzt hier zusammen 250 Euro, Entschuldigung, genau, 250 Euro habe ich jetzt an Erträgen pro Monat overall, das heißt, ich komme circa auf 3000 Euro im Jahr, was ich habe und daher ist 150 Euro über gewesen pro Monat, was ich noch investieren konnte und da habe ich mich für Lockheed Martin entschieden. Das ist sicherlich etwas fraglich, muss jeder ethnisch mit sich selber ausmachen, ob man in das Unternehmen investieren möchte oder nicht. Es gehört für mich dazu und ist das Unternehmen, was sich am besten eignet aus dem Rüstungssektor, ist weltweit das größte Rüstungsunternehmen der Erde. Wir brauchen
Rüstung aktuell leider noch und da eignet sich für meine Begriffe dieses Unternehmen besonders gut. Ansonsten hat man sehr viele so Mischunternehmen, wo man nicht so rein den Rüstungssektor hat, zum Beispiel jetzt bei einer Boeing oder einer Airbus oder sowas. Da ist Lockheed Martin für mich der Titel der Wahl. So, das sind die neuen Sparpläne für mich ab dem 01.01.2020. Das heißt, ich komme in Summe auf, rechne jetzt mal zusammen, ich habe jetzt hier unten diese neue Funktion entdeckt, es sind genau 2.500 Euro, die ich in dem Hauptdepot jetzt pro Monat bespare. Das heißt, es sollte allein über dieses Depot, wenn bei 2.500 Euro mal 12 sollten, allein in diesem Jahr ca. 30.000 Euro über Sparpläne in Aktien fließen. Und das ist doch mal eine Ansage. Mal gucken. Ich denke, ich fühle mich mit diesen Werten ganz wohl, wird mein Portfolio erweitern bzw. das Gerüst etwas stabilisieren. Ich werde natürlich trotzdem mit Einmalkäufen zukaufen, aber das soll erstmal das Gerüst für das Jahr 2020 darstellen. So viel zu meinen Sparplänen für das neue Jahr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.